Bitcoin, die digitale Währung, über die die ganze Welt spricht. Ob es dabei um reine Spekulation geht oder ob Bitcoin wirklich die Zukunft ist, sei mal dahingestellt. Fakt ist, dass im letzten Jahr immer mehr Menschen in die Kryptowährung investiert haben, um von steigenden Kursen zu profitieren. Innerhalb von kürzester Zeit hat sich der Kurs im Jahr 2018 jetzt mehr als halbiert. Neben der extremen Volatilität zeichnet sich mit der zunehmenden Popularität auch ein bisher wenig beachtetes Problem ab. Bitcoin ist schädlich für unsere Umwelt. Um das Problem zu begreifen, muss man verstehen, wie Bitcoins eigentlich entstehen. In traditionellen Währungssystemen verwalten und drucken Zentralbanken das Geld. Bei Bitcoins läuft das Ganze ein bisschen anders, denn sie werden von sogenannten Minern erzeugt und verwaltet, die mit ihren Computern komplizierte mathematische Rätsel lösen. Dieses Rätsellösen ist Teil des Konsensmechanismus, der dafür sorgt, dass Transaktionen sicher legitimiert werden und neue Coins in den Umlauf kommen. Transaktionen werden nämlich in sogenannten Blocks gebündelt und quasi mit einem mathematischen Rätsel verschlüsselt. Unzählige Miner versuchen daraufhin, das Rätsel des jeweiligen Blocks zu knacken, und erst wenn der Block entschlüsselt wurde, werden die Transaktionen des jeweiligen Blocks bestätigt. Der Miner, der das Rätsel zuerst löst, erhält für seine erbrachte Rechenleistung dann eine Belohnung in Form von Bitcoins. Der neue bestätigte Block wird dann an das Ende einer Kette von Blöcken gehängt. Das ist die sogenannte Blockchain, die, wenn einmal festgelegt, nie geändert oder entfernt werden kann und zudem als Open Source offen einsehbar für die Öffentlichkeit ist. Diesen Mining-Prozess mit Bitcoins zu belohnen, ist nicht nur ein intelligenter Weg, um die Coins an das Netzwerk herauszugeben, sondern motiviert auch immer mehr Miner, dem Netzwerk beizutreten. Je mehr Miner sich mit ihrer Rechenleistung an der Verifizierung der Transaktion beteiligen und die Blockchain speichern, desto sicherer wird das gesamte Netzwerk. Es gibt nämlich keine zentrale Institution, sondern die Rechenleistung und Informationen werden auf viele Netzwerkmitglieder verteilt. Deshalb wird es auch dezentrales System genannt. Das Bitcoin-Protokoll ändert automatisch die Schwierigkeit des Rechenrätsels, je nachdem, wie schnell es von den Minern gelöst wurde. Vor ein paar Jahren war man noch in der Lage, die Aufgaben mit herkömmlichen PCs zu lösen. Schnell wurde aber erkannt, dass Grafikkarten von Gamer-PCs mit mehr Rechenleistung viel schneller sind. Mit der wachsenden Popularität von Bitcoin hat sich um Mining-Hardware ein ganzer Industriezweig gebildet. Sogenannte Application-Specific Integrated Circuit Chips, kurz ASICs, wurden spezifisch für einen schnelleren Bitcoin-Mining-Prozess programmiert. Außerdem schließen sich mehr und mehr Miner in Mining-Pools zusammen, um die immer schwerer werdenden Rechenaufgaben gemeinsam zu lösen. Entlohnt werden sie dann proportional zur Rechenleistung, die sie beigetragen haben. Da im Bitcoin-Protokoll auch festgelegt ist, dass die Belohnung in Form von Bitcoins sich alle 210.000 Blöcke halbiert, wird das Mining immer unattraktiver. Außerdem bedeutet es, dass die Anzahl der Bitcoins ultimativ begrenzt ist, auf 21 Millionen. Diese Grenze wird nach aktuellen Schätzungen aber erst um 2130 erwartet. Ein immer größer werdendes Netzwerk mit unzähligen Minern gewährleistet zweifellos die Sicherheit des Systems. Allerdings wird eines dabei schnell außer Acht gelassen: Das Netzwerk verbraucht unglaublich viel Strom. Der fluktuierende Bitcoin-Kurs und das wachsende Netzwerk gehen Hand in Hand mit einem zunehmenden Stromverbrauch. Das geht in vielen Teilen der Welt, insbesondere in Asien, noch immer mit einer wachsenden CO2-Belastung einher. Immer leistungsfähigere Computer mit energiefressenden Kühlungssystemen werden für den Mining-Prozess benutzt. Es werden sogar vermehrt Mining-Farmen in Island gebaut, um von den geringen Außentemperaturen zu profitieren. Kryptoanalyst Alex de Vries hat berechnet, dass der jährliche Energieverbrauch von Bitcoin-Minern aktuell bei rund 47 Terawattstunden liegt. Das entspricht fast dem doppelten Energieverbrauch von Nigeria, einem Land mit 186 Millionen Einwohnern. Wäre Bitcoin ein Land, würde es, was den Stromverbrauch angeht, aktuell Platz 53 auf der Weltrangliste belegen, nur ganz knapp hinter Portugal und Singapur. Jede einzelne der 300.000 Bitcoin-Transaktionen am Tag verbraucht knapp 550 Kilowattstunden Strom. Ein kleiner Vergleich: 100.000 Visa-Transaktionen verbrauchen gerade einmal 170 Kilowattstunden Strom, also dreimal weniger als eine einzige Bitcoin-Transaktion. Mit der gleichen Energie könnte man ein ganzes Einfamilienhaus für mehr als einen Monat versorgen, 5 Teslas komplett aufladen, über 4.000 Liter Wasser zum Kochen bringen oder mehr als ein Jahr lang einen Kühlschrank ans Stromnetz anschließen. Alex de Vries' Zahlen sind auf keinen Fall unumstritten, da der weltweite Stromverbrauch eines konstant wachsenden Netzwerks, bei dem unterschiedlich effiziente Rechner genutzt werden, nur schwer zu bestimmen ist.
Aber selbst wenn der tatsächliche Stromverbrauch nur bei einem Bruchteil der Schätzungen liegt, bleiben die ökologischen Folgen und die Frage nach der Nachhaltigkeit des Bitcoins weiterhin bestehen. Um eine zentrale Institution zu umgehen und dennoch ein sicheres Zahlungssystem zu haben, wurde den Netzwerkmitgliedern ein energieineffizienter und sogar umweltschädlicher Mining-Prozess auferlegt. In der Dezentralisierung, wohl eine der größten Errungenschaften des Bitcoins, scheint deshalb auch eine der größten Herausforderungen zu liegen. Es wird bereits seit längerem an alternativen Verifizierungsprozessen gearbeitet, die nicht auf einem Proof-of-Work-Algorithmus wie Bitcoin basieren. Während Bitcoin-Miner durch ihre Rechenleistung das Recht bekommen, Transaktionen zu verifizieren, könnte es alternativ beispielsweise einen Proof-of-Stake-Algorithmus geben. Abhängig vom jeweiligen Besitz wären hier Bitcoin-Besitzer verantwortlich für die Verifizierung von Transaktionen, was den Energieverbrauch gewaltig mindern würde, weil das Netzwerk keine komplexen Rätsel mehr lösen müsste. Das Ethereum-System mit seiner Kryptowährung Ether ist aktuell zum Beispiel ein Hybrid aus Proof of Work und Proof of Stake, hat aber vor, langfristig komplett zu einem Proof-of-Stake-Algorithmus zu wechseln. Egal in welche Richtung sich der Bitcoin entwickelt, nur weil aktuell viel über ihn gesprochen wird, sollte man sich nicht auf seine Nachhaltigkeit und sein Zukunftspotenzial verlassen. Spekulanten und Investoren scheinen oft auszublenden, unter welchen ökologischen Umständen die Kryptowährung erschaffen wird. Und das könnte eventuell darauf hinweisen, dass die Technologie in ihrer jetzigen Form noch jede Menge Verbesserungspotenzial hat. Cheers. Yo Leute, wir hoffen, wir haben euch hat dieses Video gefallen. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, was ihr von diesem aktuellen Krypto-Hype so haltet. Und außerdem checkt auf jeden Fall mal 2BG ab, da droppen wir regelmäßig Videos. Haut rein!